Twerp, der Ranger wird jetzt hier für Sync plus irgendwelche anderen Leute, die sich mit dem Teamnamen noch nicht einig sind, zum einen Close Point gehen. Auf der anderen Seite Siffy, der Engineer, der sich auf dem Erdwerk bereit macht. Das sind zu Aber auch viele nicht Punkte mit in dem letzter Zeit. Crossen, sondern direkt in die Mitte gegangen. Zwei Guardians direkt in die Mitte und da wird auch noch probiert, Vapors da ein bisschen aufzuhalten. Und bisher werden sie jetzt hinten auch ganz gut aufgehalten, ohne da jetzt wirklich Sachen auf den Punkt zu bringen. Möglicherweise könnte da schon direkt ein sehr, sehr früher Cap kommen. Nein, da ist dann Doch, da ist der doch Cap sehr, sehr der schön letzte genockt Knockback hier hat vom es dann noch Guardian. geschafft. Sehr, sehr nice gemacht von Team Sync hier bisher. Zombie-Fighter mit sehr, sehr viel Damage von der Seite rein, der Necro. Wird wahrscheinlich auch kein Condition-Necro sein, wenn ich das richtig sehe. Sondern er spielt mit Lysser-Runes. Ja, teilweise auch Sehr, sehr einfach schöne gegen Damage zu das sehen. Condition. Oh, jetzt sehen wir allerdings den Elementalist hier mit dem Tornado, der hier durch die gesamte Gruppe fegt, da die Leute vom Punkt runternockt. Wir sehen, es macht sich bezahlt. Da kommt der Decap durch. Und das bedeutet, dass hier zurzeit zumindest vor den Capture Points ein Ausgleich besteht von den Punkten jedoch nicht. Da kam auch schon der erste Stomp oben, nämlich auf Ihatue von Denai Esports. Oh, sehe ich jetzt gerade auch mal so nebenbei. Das heißt, Witzig. Hier ist auch wieder ein sehr, sehr durchmischtes Team bei Just Leave, zumindest was die Gilden-Tags angeht. Sehr, sehr verwirrend manchmal. Ja, aber wir können auf jeden Fall, also, ja, Just, oh Gott, jetzt habe ich da den Namen schon wieder vergessen. Die haben auch nicht einen durchgehenden Gildentank. Naja, aber jetzt auf jeden Fall immer noch einen Decap hier auf dem Punkt. Die Knockbacks bringen das immer wieder, dass da so ein kleines Hin und Her an den Punkten ist. Die Knockbacks werden immer ganz gut getroffen, sodass wirklich alle vom Punkt geschmissen werden, auch weil sich da vielen draufhalten. Gerade der Warrior hat natürlich sehr viel damit zu tun. Sieht so aus, als würden das rote Team sich jetzt so ein bisschen hier, wir nennen sie jetzt einfach nochmal Sync, ein bisschen von dem Punkt da wieder zurückziehen. Momentan nur noch drei hier von denen und. Es sieht so aus, als würde sich ein Kampf hier ein bisschen zum Erdwerk hin bewegen, aber Civi da schon direkt auf dem Weg down und auch nicht liegen gelassen. Irgendwie liegen lassen ist im amerikanischen Meta wohl nicht drin. Was halt bisher auffällt, ist, dass die Kämpfe sich nahezu nur um den Punkt in der Mitte gedreht haben. Besonders das blaue Team, Just Leave, hat hier sich sehr, sehr stark darauf fokussiert gehabt und um weniger darauf, den Enemy Close Point anzugehen. Den Fehler macht Sync jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Die sind jetzt hier am Jetzt sehen wir Erdwerk, aber haben mal den liegen Decap lassen hier auch angebracht. noch in der Mitte. Da wurde gerade Vaporous runtergekickt. Und oh, es wird nicht zu Ende gecapped. Was ist da? This is my DPS Guard. Ist ein bisschen vom Punkt runtergehüpft und wollte ihn wohl nicht direkt cappen. Ja, da sehen wir, dass DPS manchen Leuten zu Kopf steigt. Als Banker Guardian wäre ihm das bestimmt nicht passiert. Zurzeit ein schöner Off-Point-Fight hier vom Keep. Wir sehen hier Talik, der Warrior für Qualys Slayers. Oh Gott, die haben mit Ihatue ihren und Guild-Tags Tron echt Probleme. Jeremy wollen hier jetzt von hinten wahrscheinlich auf die Keep gehen. Ich frage mich, wie sinnvoll das ist, dass der Warrior, dass Talik da wirklich schon die ganze Zeit mit reingeht. Er kann hier nämlich noch ein bisschen festgehalten werden. Hat nicht so viel Damage abbekommen. Ich dachte, er würde da schon lower sein, bis sie da ankommen. This is my DPS Guard bringt dann natürlich jetzt den Circle da noch raus. Und jetzt haben wir einen 3 gegen 3 auf dem Mittelpunkt. Ja, unten an der Henge vielleicht einmal schnell rüber gewechselt. Da lag gerade Siffy am Boden. Ist jetzt allerdings inzwischen wieder hochgerissen worden vom Guardian, nee, vom Elementalist vom blauen Team. Das heißt, wir haben ein schönes 2 gegen 2 und ein 3 gegen 3 in der Mitte. Was hier auf jeden Fall rot in die Hände spielt, ist, dass sie die Mitte halten können und dass sie die ganze Zeit die Mine uncontested halten können. Jetzt in der Mitte Talik, der Warrior, so ziemlich alleingelassen von seinem restlichen Team. Außen liegt nämlich Tron, der Thief. Tot am Boden, da wird Ja, wird der er da Rest noch angesetzt. probieren? Da wird ein bisschen Damage gemacht. Ihatue probiert da noch ein bisschen sich zurückzuziehen. Und das war, glaube ich, der Fehler. Ich glaube, er hätte mit dem Rest da ganz gut durchkommen können, als dann nur noch der Thief war. Aber die drei haben sich jetzt da zugeschlossen von Sync und haben es geschafft, da den Finish anzubringen. Vapor ist momentan jetzt alleine am Erdwerk, probiert dagegen zwei Leute, Minitwerp und Kaiput the Seahorse, wunderbarer Name. Stand zu halten, aber ist jetzt schon in den Downside und das könnte dann gleich der 3-Cap werden. Auch wenn da noch einmal ein Knockback kommt, jetzt vielleicht der Ja, nächste es kommt Talik auch Knockback. nochmal zum Talik Knockback. Oh. schafft es hier noch ein bisschen was anzubringen. Und bringt auch den Rest durch. Das war sehr, sehr wichtig. Jetzt steht Vaporeon damit wieder. Das heißt, Guardian und Warrior hier auf der
auf dem Erdwerk, allerdings jetzt inzwischen gegen vier, nee, gegen alle fünf vom Team Sync. Sync lässt da sowohl die Mitte als auch ihren eigenen Close Point offen. Die beiden werden jetzt decapped, eventuell sogar gecapped. Ich weiß nicht, ob es das wert war, um da an den Enemy Close Point zu kommen. Talik hält sich da noch so ein bisschen gegen, kann eventuell gleich nochmal. Na, wobei, ja, es lohnt sich nicht wirklich. Wird er jetzt gleich down gehen und liegen gelassen, wird er liegen gelassen. Ja, er schmeißt ja noch ein ganz bisschen was. Er hat sich aber im Prinzip das nicht gelohnt. In der Mitte allerdings ist jetzt von, zu Ende von Jeremy da mit dem kompletten Cap und auch an der Main der komplette Cap von Siffy da vom Elementalist. Jetzt in der Mitte ein 2 gegen 2 Mini-Twerp und Zombify sind hier am Start, um den Punkt eventuell zurückzukappen. Tor Jeremy geht da erstmal Stealth mit der Schattenzuflucht. Und ansonsten, ja, der Damage liegt so ein bisschen auf Mini-Twerp, auf dem Ranger. Der wird Zombify ignoriert, der Nekromant. Wir hatten gerade schon geklärt, der macht sehr, sehr viel Damage, ist aber auch squishy wie scheiße. Eventuell hätte man da ein bisschen mehr sich auch auf ihn konzentrieren sollen. Siffy allerdings, der Ele im Fokus vom roten Team. Und der geht ja jetzt in den Downstate, wird jetzt zum Stop angesetzt, da wird er wahrscheinlich sich nochmal wegnebeln. Nein, er wird einfach tot gedamaged, das ist auch eine Variante. Und so muss Tron von oben runter und sich auf den Capture Point stellen, um da eventuell was zu halten. Allerdings sehen wir, die Mine ist wieder in den Händen von Rot, das Erdwerk ist noch in den Händen von Rot und das Erdwerk wird jetzt angegangen von drei Leuten hier. Ja, wir haben da gesehen, dass wirklich, wer war es jetzt, Civi ist wirklich immer das Prime-Target dafür. Gerade, ich nehme an, ich habe jetzt vorhin nicht drauf geschaut, ich nehme an, er spielt mit einem Staff, ja, er spielt mit einem Staff, da hat man natürlich nicht die besten Defensivmöglichkeiten. Er probiert jetzt einen Rest of Tron Jeremy anzubringen, der es da geschafft hat, sich zumindest noch ein bisschen zurückzuziehen von dem Mittpunkt. Und es verlagert sich wirklich gerade alles in Richtung Erdwerk. Wir sehen nur Mini-Twerp ist natürlich noch der Einzige, der da nicht bei ist. Das zugute kommt natürlich, dass Tron Jeremy zurzeit noch tot ist. Das bedeutet, hier kann finden wir ein schönes 3 gegen 3, glaube ich, gerade statt. Ja, sie unser ziehen sich aus der Richtung aber tot. Zurück. Da ist DPS Guard momentan im Downstate, der wird jetzt liegen gelassen und der Rest von Sync hat sich jetzt dann doch in Richtung Keep zurückgezogen und jetzt wird eine Creature angegangen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, hier die Creature anzugehen, während man zwei Punkte zurzeit hinten liegt in Capture Points und mal ganz davon zu schweigen, dass man 200 doch, Punkte in normalen Punkten hinten liegt. Doch, sie waren letztendlich, wenn man da schon mal vorbeiläuft, könnte man das eigentlich machen. Sie probieren jetzt wieder die Attacke von hinten zu machen, wie das irgendjemand von einem anderen Streamer Blue. Gerade. Ich gehe stark darauf aus, dass Blue das macht. Blue macht schöne Kreise, nicht so wie wir. Ja, wir ignorieren das immer komplett. Und Tron Jeremy jetzt in einer guten Position, um da ein bisschen reinzubomben, genauso wie Ihatue, probiert sich aus dem Kampf rauszuhalten, weil natürlich in dem AE relativ leicht down gehen würde. Little Zombie Fight da unten an der Kante, also haben wir wirklich nicht so viel auf dem Punkt. Da Tron Jeremy wird da hinten auch noch von Mini-Twerp in den Kampf gezwungen, an der Seite, also ein bisschen das AE-Damage weg. Refuge ist raus, um sich da wieder ein bisschen zurückzuziehen. Mini-Twerp springt rein und jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Action auf dem Punkt. Was Just Leaf allerdings jetzt deutlich besser macht, ist, sie fokussieren sich meiner Meinung nach auf die richtigen Targets. Das heißt Zombify. Zombify muss hier in jedem Fall attackiert werden. Bringt er, glaube ich, auch mit dem meisten Damage an. Geht er auch immer wieder relativ low. Kann sich ja mit der Death Shroud da das ein oder andere Mal rausretten. Jetzt ist Vaporeon da komplett gedownt. Also vom Downstate wirklich komplett durchgedamaged worden. Talik geht down. Oben stehen zwar immer noch Ihatue und auch Tron. Aber die beiden müssen sich da jetzt zurückziehen. Gehen eventuell außen rum. Wir sehen 30 Punkte noch bis zum Sieg für das rote Team. Die Storms haben da auch noch mal ein bisschen nachgeholfen. Eventuell würde jetzt der Creature jetzt Kill sogar, schon reichen. Ja, sie wollen da jetzt aber, glaube ich, aus Prinzip sogar noch zu viert da den 3-Cap anbringen, indem sie auf Hench gehen. Da ist und dann macht allerdings Ihatue schon direkt einen Strich durch die Strich durch die Lappen, so heißt es. Aber ich würde glatt mal sagen, das Game Keep. Ist dann jetzt noch gegessen, obwohl es tickt momentan kein Punkt. Wenn irgendein göttliches Wunder jetzt noch geschieht, könnten sie theoretisch aus der momentanen Situation dann noch was rausbekommen. In der Mitte haben wir ein 1v1 Seahorse gegen Ihatue, aber da haben wir auch schon im Downstate direkt den ersten. Vaporeon jetzt außen im Downstate am Erdwerk. Wird er jetzt, da wird zum Stop angesetzt, wurde das zweite Mal interrupted sehr schönes, von Talik. Sehr, sehr schönes Wechseln von Interrupts und, oh, jetzt wird aber, oh, sehr schön direkt auf die Korps gesetzt, da das Sanctuary. Jetzt sind es noch 6 Punkte bis zum Sieg fürs rote Team. Wir sehen, das der Erdwerk ist schon Stop relativ weit Tick gekämpft. Wird es dann bringen, 499. Und da kommt der Tick, jetzt ja. Der Tick. Oh, sogar noch von der Keep. Von beiden Punkten. Da kamen zwei Punkte Capture relativ kurz hintereinander. Die Storms haben natürlich am Ende auch viel ausgemacht. Nichtsdestotrotz von Anfang an eigentlich extrem dominiert vom roten Team.
weiß nicht, Just Leave hatte schon von Anfang an sehr, sehr viele Probleme. Ein früher 3-Cap Oh, für oh, oh, ich merke da Sync. übrigens, dass ich da die Teams oben vertauscht habe. Oh nein, Das echt, du hast die passiert, Teams wenn oben niemand vertauscht? repräsentiert. Strich durch die Rechnung, ja, und nicht Strich durch die Lappen. Ich gucke, ich habe Strich durch die Lappen. Meine Güte. absolut Das keine Ahnung, es tut mir leid, das ey. passiert manchmal einfach. Just Leave war es, ne? Ja. Just Leave im. Nee, warte mal. Das lief ist blau. Ich hätte es doch richtig und hab's jetzt, oder habe ich es jetzt nochmal wieder so hingemacht, wie es gerade eben auch war? Ach Gott. Was machst du da? Wie oft? Du hast es aber genauso gemacht wie gerade eben auch. Ich hab's nochmal. Ich Ja. hab Sync weggemacht und Sync wieder hingeschrieben. Ganz Hello, genau, World. ja. Ich bin heute voll am Ball. Ich bin So, in jetzt schauen wir noch mal Hochdrangmode. gleich ein bisschen auf die Builds. This is my DPS Guardian zum Beispiel hatten wir gerade eben nicht. Der spielt mit. Ah doch, das war der Zepter-Schild und Ja. Hammer Guardian. Gar nicht schlecht mit dem Zepter hatten wir einmal der Blast Finisher ist ne, 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 einmal der Blind ist da glaube ich noch drin und einmal ein Immobilize in dem Immobilize vor Zepter. allem ist sehr, sehr stark. Gut, schauen wir erstmal rüber vielleicht auf das blaue Team. Da haben wir noch gar nicht drauf geschaut. Vaporess, der Das Prime Guardian. Target spielt denselben Bild. Was haben die alle mit ihrem Ja, Zepter? mit Zepter-Schild hier auch und dem Hammer. Spielt von den Trades auch 0-0, 10, 30, 30. Von den Runen auch Runen des Soldaten. Also durchaus auch ein bisschen Defensive mit dabei. Und mit Amulett des Soldaten. Dann haben wir Tron, Jeremy. Eigentlich wieder Dommies-Bereich spielt. Dagger Pistol. Wahrscheinlich auch ein Mirror-Bild, oder? Ja, das ist ein genauer Mirror Bird. Da haben wir auch unten Ja, dieselben. wobei der Na, eine spielt nicht mit Runen ganz. des Wir haben. Ogers und der andere mit Runen der Ja, Gelehrten. und wir haben auch Instinctual Response anstatt da noch. Oh Gott, das andere, wo man Buffs bekommt, wenn man stealt, noch dazu zu bringen. Ja, genau, er stealt überhaupt keine Buffs. Ich weiß nicht, warum man das hier mitnehmen würde, aber theoretisch könnte das dann doch was bringen. Ja. Wollen wir Okay. mal nicht so sein, das geht wohl, aber im Großen und Ganzen ist das dann doch ein Mirror Build. Also, wir haben halt Ogre statt Scholar statt Ogre Runes, aber das ist relativ das Gleiche. Dann haben wir hier drüben den Elementis. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Spannendste. Siffi, der spielt mit Melandro-Runen und mit Stab wirklich. Also da hat vielleicht das Stab-Rework ein bisschen geholfen. 0-0, 20, 20, 30. Spielt mit Tornado als Elite. Ist auf jeden Fall bisher relativ positiv aufgefallen, das Bild, würde ich sagen. Dann haben wir Ja, die ich. Hathaway. Ja, möchtest Also, du was sagen? der Bild vielleicht, aber er hat sich nicht gut positioniert. Er war immer sehr, sehr stark in den Kämpfen mit drin, was natürlich, wenn er im Tornado ist, sich super auswirkt, aber sonst hat er immer relativ aufs Maul bekommen in den Kämpfen. Die Hathaway spielt dann doch wieder einen Condition-Nekromanten mit Stab und mit Zepter Dolch. Ich schalte es auch Und. direkt in den Split. Ganz, ich gucke ganz schnell in Talik rein. Talik spielt mit Holbrook Runes und mit Langbogenhammer, normalen Warrior-Builds, wie wir ihn in letzter Zeit kennen. So, Wir wir sehen. haben hier auf der Seite von Sync eine relativ konservative Verteilung mit einem Ranger auf den Backpoint, zwei Leuten, die erstmal in der Mitte ein bisschen standhalten und dem abwarten, wo werden die anderen beiden Leute gebraucht. Happy Kid sowie I am Kai Put, lol, haben sich dann bewegt und jetzt auch direkt die Leute, die abgesichert haben, davon Just Leave, werden sich direkt dem Midfight ab widmen, denn es war absolut keine Gefahr da auf dem Waterfall. Ein Kaiput, das war Seahorse vorhin, ne? Der hat da irgendwie schnell seinen Charakter gerade gewechselt. Bin ich sicher, was hat er vorher gespielt? Hier ist er auf jeden Fall noch ein Guardian. Ich meine, er hat einfach Ich meine, er hat Guardian einfach nur. gewechselt und Okay, ist alles jetzt klar. auf einem mit Mace Shield auf einem Bunker Build gewechselt. Okay, Yhato bietet sich hier vielleicht auch an mit dem großen Mittelpunkt. Davon mal ab. Yhato das erste Ziel hier, Just Leave, verliert ihren ersten Member so ein bisschen off-point. Sehr, sehr schön, sehr, sehr viel Damage rübergekommen und gestoppt. Jetzt wird der Tron Jeremy gefokust. Das hat man sehr, sehr schön gesehen, wie da fünf Leute wirklich auf Tron draufgesprungen sind. Geht in den Downstate, da ist niemand in der Position, um da eventuell einen Rest anzubringen. Gestompt wird er allerdings auch nicht. Jetzt kommen die ersten Restes an. Nein, er geht durch den Damage down. In der Mitte steht jetzt noch Talik und direkt versucht Sync hier ein bisschen auf den Waterfall zu drängen. Wir sehen da Siffy, der Elementalist, der jetzt da den Waterfall verteidigen darf, gegen zwei Happy Kid und I am Kaipat, whatever, Kaiput. Die beiden, die da Damage machen. In der Mitte das 3 gegen 3. Inzwischen hat sich da Yhato wieder hinbegeben und aus dem Zombie-Fight in den Downstack gebracht. Allerdings kommt da direkt die Hilfe vom Guardian.
Mini-Twerp da ebenfalls mit dabei gewesen beim Ressen. Der sieht bisher sehr, sehr ausgeglichen aus in der Mitte, muss man sagen. Blau noch keinerlei Anstalten, hier zum Quarry zu gehen. Und das Ja, wir haben ja auch könnte helfen Zombify fürs immer rote in der Team. Position, wo er eigentlich auch ein Auge darauf haben kann. Das bedeutet, da irgendwie Ausschweife würden sich nicht unbedingt so lohnen, weil er direkt einen Thief am Arsch hätte. Jetzt aber momentan Happy Kid da nicht mehr in der Position, um da oben noch zu deffen. Hat sich da mit Mini-Twerp abgewechselt, probiert jetzt noch ein bisschen. Okay, ich weiß nicht unbedingt, wo die Cluster-Shots gerade hingehen sollten, aber sie waren auf jeden Fall da. Tron Jeremy jetzt im Downstate hier, wurde aber direkt durch den Mini-Twerp da wieder hochgebracht. Und nochmal wieder in den Downstate, ach, durch Mini-Twerp. Nein, natürlich nicht. Wurde direkt durch den Geist wieder hochgebracht. Lil Zombify ist direkt in der Mitte. Sie probieren dann bei dem Rest den auszunutzen, um möglichst viel Damage auf die Leute zu bringen. Was wir immer und immer wieder sehen. Resen wird gefährlich. Die Leute haben es so langsam raus, ihren AE darauf zu fokussieren. Ohne dich jetzt bloßstellen zu wollen, Tron hat nie gestanden, sondern hat sie einfach nur weggeportet in die Mitte. Oh, nee, Das war nicht, sehr der gut. Geist war vom roten Team. Gut, Ich jetzt. stehe immer bloß, sag bloß, wenn ich irgendwelche Fehler mache. Alles klar, Yatoe außen im Downstate wird er jetzt ein bisschen Offpoint liegen gelassen. Siphi steht immer noch am Waterfall, um da zu deffen. Jetzt müsste allerdings die Mitte relativ clear sein. Miniturb fällt da jetzt an zu cappen. Auch niemand in der Position, um den Cap zu verhindern. Doch, Tron Jeremy könnte jetzt in die Mitte gehen, den Cap verhindern oder den Quarry decappen. Und ich glaube, das liegt ihm eher. Miniturb riecht das so ein bisschen, Happy orientiert Kid sich da ist jetzt schon hier gerade an dem zurück Gate zum beschäftigt. Punkt. Da wird schon ein bisschen was vorbereitet. Ich würde mich ja freuen über den Lord Rush. So ein richtiger Lord Rush zum Win hatten wir bisher selten in unseren Tourneys zumindest. Mini-Twerp Jetzt hat jetzt hier allerdings. auf jeden Fall den Quarry verloren. Tron Jeremy ist da drin und bekommt direkt von Vaporess und also von beiden Guardians hier die Unterstützung. Mini-Twerp wird da, glaube ich, nicht so ein einfaches Spiel haben. Ist die Frage, wie lange hält er es aus, aber es probiert auch momentan noch keiner irgendwelche Anstalten machen, um ihm da zu helfen. Siphi hat bisher sehr, sehr schön den Waterfall gehalten, wurde jetzt allerdings von der Guardian Bubble gleich zweimal hier vom Punkt verdrängt inzwischen. Heilt sich da sehr, sehr schön gegen den Damage an, geht jetzt aber in den Downstate. I am Kaiput wird er jetzt den Stomp anbringen, wird den Punkt bekommen. Und das bedeutet, wir haben eine 2 zu 1 Capture Points für Rot, die allerdings auch jetzt ihren eigenen Close Point so ein bisschen verloren haben. Und es wird der Angriff von Just Leave auf die Mitte gestartet. Da sind zurzeit nur drei Leute vom roten Team. Einer tot, einer steht im Waterfall. Eventuell die Chance, mit dem 4 gegen 3 was gut zu machen. Zombify da außen erstmal im Fokustage, kriegt da sehr, sehr viel Damage rein. Zündet die Death Shroud, auch die schrumpft sehr, sehr stark. Versucht natürlich dagegen anzuhalten. Tron Jeremy macht da vor allem den meisten Damage auf ihn. Aber es sieht auch schön aus, wie Zombie Fighter die drei Leute so ein bisschen durch die Gegend kitet. Er verschafft seinem Team damit ein bisschen Zeit in der Death Shroud. Ja, die sind Das ist mal wirklich DPS alle Guardian an und. ihm dran. Er schafft das sehr gut, gegen die ganzen Massen von Damage anzukommen. Hat in letzter Sekunde auch noch den Death Shroud da gezündet und hat sich dann auch direkt mit seinen Leuten gut positioniert, weil er wusste, gleich werde ich down gehen. Ja, eine Sache, die mir noch gerade aufgefallen ist: Tron Jeremy spielt mit einer Thieves Guild. Sache, die man nahezu nie sieht. Einfach nur mal, um das da reinzuwerfen. Zombify jetzt wieder im Downset. Jetzt kommt der Stomp eine halbe Millisekunde, bevor Zombify hier wieder aufgestanden wäre. Aber wir haben den Free Cap. Da war, glaube ich, gerade Mini-Twerp nochmal ganz kurz. Nein, schon gleich, I am Happy. Happy Kid war gerade ganz kurz am Quarry und hat ihn zurückgeholt. Darum ticken jetzt drei Punkte für Sync und wir merken, oder wir sehen an dem Punktestand auch, wie deutlich sie ticken. Das sind jetzt schon knapp 120 Punkte Abstand, die sich da aufgebaut haben. Ein Kaiput bewegt sich jetzt von seinem eigenen Punkt, auf Das dem er da die ganze Zeit stand, Richtung Mitte Civi und wird jetzt auch hebt der da Mini-Turb Quarry auf. überlassen. Da hatte Happy Kid das da zwar gesehen, dass er da hingeht, dachte sich aber, ah, das Duell muss man sich gar nicht unbedingt geben. Und wir haben ja die 2 Punkte, da bin ich hier ein bisschen nützlicher. Wir sehen, wie nützlich er ist. Vaporess jetzt im Downstate. Der Ihatui wurde gerade schon gestompt. Er wird jetzt wahrscheinlich hier das nächste Ziel sein, der Guardian. Da setzt gerade, das ist mal DPS Guardian an mit Stability. Ah ne, ohne Von Stability. Ah, das Jeremy haben wir auch direkt den Drop probiert ein gesehen. bisschen rauszukommen aus der Sache, wird aber gejagt von Happy Twerk Kid, nenne ich ihn jetzt. Talek auch noch in den Downstate gegangen, Civi kann er nicht unbedingt mehr was reißen, hat er auf jeden Fall den Cap auf dem Quarry geschafft und probiert sich auch dahin zurückzuziehen. Ist die Frage, werden sie da jetzt mit 3 Leuten direkt reinrushen oder sich lieber auf den 2 Punkten ausruhen? Um einem Kaiput, der offensivere Guardian mit dem Großschwert zerlegt er so ein bisschen das Seitentor. Dann läuft der Yhatui gerade durch. Und dann haben wir ein schönes One-on-One, irgendwie so ein bisschen Off-Point. Wir werden jetzt sehen, was sich durchsetzt. Hier Nekromant oder offensiver Guardian. Jetzt allerdings kommt da auch die Unterstützung fürs blaue Team Vaporess, der andere offensive Guardian.
vom anderen Team gesellt sich dazu und auch Talek. Und jetzt haben wir dann 3 gegen 3. Und der Schütze kommt natürlich auch vom roten Team. Die lassen da Punkte ungern fallen, besonders den gegnerischen Close Point nicht. Deshalb wird sich jetzt hier wahrscheinlich ein guter Fight entwickeln, während wir das One-on-One unten am Quarry zwischen Siffy und Zombify haben. Ja, momentan sieht es, ich würde glatt sagen, es könnte sehr, sehr lange andauern. Möglicherweise sehen wir da wieder, wenn es da irgendwie in Richtung, na, es wird gar nicht in Richtung von einem Decap kommen. Da wird der 4, glaube ich, nicht so ausreichen und dann wird der Tornado ihm auch nicht so nützlich sein. Sehr gut gelöst hier momentan, Sif. Er schafft es ziemlich gut gegen den Damage sich wieder anzuheilen, was natürlich auch die Stärke von so einem Starfelementalist ist. Oh, Der jetzt fast kann der noch Decap einiges oben am machen. Waterfall. Das 4 gegen 4 hier ist sehr, sehr spannend bisher. Gerade ist Eatui der Nekromant Focus-Target vom roten Team. Wir sehen, dass das, was ich meine, Nekromanten, gerade die nicht so zustandslastigen, fressen sehr, sehr viel Damage und werden häufig auch gefokust aus gutem Grund, wie ich finde. Jetzt kommt der Decap hier durch. Vaporeon hat er sehr, sehr schön mit der Guardian Bubble, das ist mal DPS Guardian, vom Punkt runtergeworfen. Dadurch jetzt hier der Punkt neutral. Unten wird immer noch gechased kräftig auf Yatui. Der geht jetzt in den Downstate. Der wird jetzt gestoppt. Die Frage ist, kann er rechtzeitig gerettet werden? Gerade vom Guardian bestehen da natürlich einige Möglichkeiten. Da kommt kein Stomp durch. Yatui steht wieder. Jetzt sind Und jetzt aber das im 4 gegen 4 Moment. hat sich inzwischen zu einem 3 gegen 3 entwickelt, weil wir ein One-on-One auch in der Mitte haben. Wir sind momentan aber auch in einem Bereich 430 zu 200, also 230 Punkte Vorsprung. Der Lord Rush könnte das beenden. Sie könnten sich aber theoretisch auch einfach auf einen Punkt stellen und das auswarten zu fünft. Also Das da ist wird, glaube ich, nicht definitiv mehr möglich, also die allzu Dominanz. viel hier für Just Leave passieren. Ich will immer Just Kidding aus ihrem Namen machen. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Minitwarp jetzt als defensive Option hier. Ich glaube, Ranger könnten glatt die neuen Bunker werden. Also die neuen, die man einfach nur auf dem Punkt sieht, nicht mal unbedingt auf dem Backpoint. Immer Sie haben noch halt noch ein. einige nette Möglichkeiten durch ihre Pets, vor allem durch die Ja. neuen Wir High-Pets, sehen hier kann gerade, man dass vielleicht was Vaporeon, aber die retten. beiden Guardians halten sich noch einigermaßen gut. Da bekommt aber Vaporeon jetzt auch unglaublich Schaden. Und naja, ich glaube nicht, dass Talik da jetzt unbedingt noch ein. Oh, er fängt an, Ihatue zu resten. Jemand, der komplett down ist. Ich glaube, das war. Da hat der F-Befehl dann nicht ganz das gemacht, was er machen sollte. Tron Jeremy jetzt in den Downstack gegangen. Beide down und da wird AE jetzt möglicherweise. Oh, schafft es Vaporeon hochzuholen. Der Stomp wurde aber auf Tron Jeremy genauso eingesetzt wie auf Vaporeon. Aber jetzt auf jeden Fall wieder zwei Leute hier gegen die drei. Das wird aber nicht lange andauern, bis der Punkt dann wieder ihnen gehört. Und jetzt momentan auch hier noch ein Decap von Happy Kid auf den Quarry gesetzt. Also Tickner gerade gar keine Punkte. Und in einem Stomp oder ein bisschen Tick ist das jetzt auch schon vorbei. Ja, viel mehr bleibt eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Rot gewinnt auch hier das zweite Match für sich. Das heißt, wir werden Sync und wir werden wirklich, wenn auch nicht das original richtige Sync, werden wir ein kleines Rematch, namentlich zumindest, vom MLG-Halbfinale haben im WWW-Halbfinale hier. Also FML gegen Sync, auch wenn es nicht richtig hundertprozentig Sync ist. Und ja, war ein interessantes Match, wobei auch hier das zweite wieder um einiges deutlicher als das erste Match. Ich bin jetzt aber mal Eigentlich gespannt, komisch, oder? was ist Dass das dabei. so dominiert wird auf 4Fire. Wir Ja. haben in EU des Öfteren ja auch den Fall, sage ich mal, dass wir auf 4Fire nochmal ein komplett das andere Team gewinnen sehen. Ich glaube, auf keiner Map habe ich einen Wechsel zwischen den Siegern so häufig erlebt. Gut, meistens ist auf 4Fire immer die zweite Map, aber. Ich weiß nicht, das habe ich halt auf NA noch gar nicht gehabt. Wer das erste Match gewonnen hat, egal wie knapp es war, hat das Hat zweite das einfach andere noch dominiert. deutlicher gewonnen. Ja.